Sie strahlten mit der Sonne um die Wette, die gelben T-Shirts der Wittenberger Ruderer, die ab sofort wieder öfter auf der Elbe und auf den Regattastrecken im ganzen Bundesland zu sehen sein werden. Die Versammlung der Sportler, deren Eltern und vieler weiterer Gäste am Wochenende hatte einen bestimmten Grund. Wir feiern die Saisoneröffnung 2012. Das ist also der Moment, wo die Ruderer wieder auf die Elbe gehen zum Rudern. Das Krafttraining im Winter ist zu Ende und jetzt nehmen wir die Elbe wieder in Angriff. Lang genug hatten die frostigen Temperaturen und Hochwasser die Sportler von ihrem Lieblingselement ferngehalten. Erst am Abend vor der Saisoneröffnung konnten die Schwarz-Gelben den Steg endlich wieder zu Wasser lassen. Doch nicht rudern zu können, heißt nicht, dass die Wassersportler im Winter auf der faulen Haut gelegen hätten. Also wir haben, wie gesagt, im Kraftraum gearbeitet. Wir haben ja hier auch ein Ruderbecken, wo wir gearbeitet haben. Wir waren in der Turnhalle, haben dort Kondition, Kraft, Ausdauer trainiert und waren in der Schwimmhalle, weil das ist ja für unsere Kinder wichtig, dass sie schwimmen können, weil wir haben ja hier ein fließendes Gewässer und das ist ja nicht so einfach. Die erfolgreichsten Sportler des Winters konnten sich nun auch über eine kleine Auszeichnung freuen und auch allen anderen stand ein Lächeln ins Gesicht geschrieben, angesichts der neuen Boote, die der Verein taufen konnte. Diese werden ab sofort mit im Training eingesetzt. Die Zielstellung für die Saison 2012 ist klar. Natürlich so viele Landesmeistertitel wie möglich, so viele Medaillen bei dem Bundeswettbewerb der 12- bis 14-Jährigen in Wolfsburg. Aber man muss ja auch immer sehen, andere rudern auch, andere wollen auch gewinnen. Aber ich denke, dadurch, dass wir in den letzten Jahren doch recht erfolgreich waren, werden wir auch in diesem Jahr die eine oder andere Medaille mit nach Hause bringen. Am Samstag nahmen die Ruderer erst einmal ihre Skulls und Boote in die Hand und machten sich startklar für die erste Runde auf dem Wasser. Alle anderen Besucher genossen Kaffee, Kuchen und den sonnigen Nachmittag.